Oh Mist, der schläft ja. War ich halt schon wach, ne? Völlig verpeilt. Und da, was? Was ist los? Essen. Ich sag, hey, wie spät ist es denn? Ja, 7 Uhr. Und so, oh mein Gott. Ja. Bisschen fail war das dann. Ja. Echt genial. Ah ja. Und dann sag ich so, ja nee, ich hab keinen Hunger, ne? Weil irgendwie immer wenn ich aufstehe, hab ich direkt nie Hunger. Also das dauert immer ein bisschen. So, dann sag ich so halt, ja, ich hab keinen Hunger. Und was passiert dann? Fernsehen läuft weiter, ne? Also nee, was heißt Fernsehen? Ich hab von einem Kumpel. Sag den Namen viel zu oft, finde ich. Naja, da er mir das noch gezeigt hat, also wieder von Nick, hat er mir ein Programm geschickt, damit kann ich am PC Fernsehen gucken. Und muss ich nicht immer ins Wohnzimmer chillen und so, da ich im Moment kein Fernsehen mehr zum habe. Ich sag auch nicht warum. Wollte ich gar nicht wissen. Und zumindest hat er mir ein Programm geschickt, damit kann ich halt auf dem PC Fernsehen gucken. Und damit habe ich halt angemacht und habe ich mich hier hingechillt und habe halt Fernseher geguckt. So. Bin ich halt eingepennt und so, habe ich ja schon erzählt. Und um 7 Uhr kommt halt meine Mutter, weckt mich halt auf. Und dann war ich so verpeilt. Meine Mutter geht da raus. Kommt meine kleine Schwester nochmal, die ist 5 Jahre alt. Kommt so und schreibt mich an. Pascal, es gibt Essen! Ich sag so, ja, ich habe aber keinen Hunger. Cool, warte. Das passt jetzt überhaupt nicht, aber ich habe eine Frucht des Lebens gekriegt. Hm. Oh. Feuerräte Sennbohne. Schreit mich halt richtig an. Pascal, es gibt Essen. Los, komm jetzt mit. Ich sag, nee, ich habe keinen Hunger. Boah, ey, ich sag das Mama, ne? Die hat mir richtig gedroht. Die dachte echt, ich hätte Angst vor ihr. So genial. Geht's weg? Ich sag's Mama. Jetzt zu meiner Mutter, sagt ihr halt, ne, hat meine Mutter es erklärt. Kommt sie zurück, macht die Tür wieder zu. Setz sich her, ich denk so, boah, nee, ich darf nicht einschlafen. Ich will gleich noch aufnehmen. Ja. Wieder eingepennt. 10 Uhr abends wach geworden. Wo bin ich? Oh, 10 Uhr abends. Ups. Ja, und habe ich mich dran gesetzt am PC, habe noch ein bisschen gezockt. Bin zwischendurch noch mal kurz eingenickt. So, war es 1 Uhr. Dann war ich fertig mit Anführungsstrichen zocken. Nein, ich habe was für die Schule gemacht, ja. Das kann ich. Ja. War es halt 1 Uhr. Und dann sitze ich da rum. Denke, was wollte ich jetzt eigentlich machen? War schon kurz davor, den PC auszumachen und denke ich, aufnehmen wollte ich. Und ja, dann setze ich mich schnell wieder hin, mach's mir bequem, mach mich fertig. So, halt alles fürs Aufnehmen. Zieh mir diesen Account richtig mit dem Equipment und so. Und dann ja, war ich fertig. Und da alles fertig, wollte ich aufnehmen. Was passiert dann? Internet abgekackt. Musste ich ins Wohnzimmer gehen. Gucken, was jetzt los war. Und dann hatte der Stecker einen Wackelkontakt. Auch echt genial. Gehe ich hin. Stecke das Kabel richtig rein. Gehe wieder rüber in mein Zimmer. Gucke. Ah, Internet. Setz mich hin, plupp, Internet wieder weg. Stehe ich wieder auf, gehe ins Wohnzimmer. Gucke nach. Wieder rausgerutscht. Stecke wieder richtig rein. Komme wieder zurück. Ah, wieder Internet. Setz mich wieder hin. Oh, wieder kein Internet. Und das ging, glaube ich, circa 10 Minuten so. Bis ich dann keinen Bock mehr habe, mir ein Klebeband genommen habe, das Ding festgeklebt habe, rübergegangen bin. Also wieder jetzt in mein Zimmer
und dann einfach losgezockt habe. Ja, das kann ich. Als ob ich nicht schon Probleme genug hätte. So kam das. Oh, eine Mupfel. Oh, toll. Bäm, super. 28k, wie macht er da was? Welchen Level ist der wohl? Mist. Ups. So. Ja, jetzt ist mir gerade das Mikro runtergeplumpst. Aufs Sofa. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so doll gehört. Wenn, dann tut's mir leid. Tut mir sowieso leid. Ja. Ja, hat der Typ hier bestimmt, wie heißt das? Ja, Mann, Brain AFK. Muss kurz wieder hochfahren, dauert ein bisschen. Scheiße. Ist echt schrecklich. Ja, oh Mann, ey, bin ich gerade verpeilt. Scheiße. Nee. Nix mit Sterben. Wollte ich es gerade sagen. Oh, meine Güte, ey. Entschuldigung. Da spricht die Müdigkeit aus mir. Ach ja, genau, ich wollte sagen, wie er es vielleicht gemacht hat mit dem 20k beim Medien. Hat bestimmt einen Monsterstein plus 6. Ich glaube, plus 6 gibt es im Item Shop, ich bin mir nicht sicher. Überall 6. 7. Boni, Angriffswert 30 und Monster. Welche war 86? Hat er bestimmt einen Sirius oder Triton, was weiß ich, plus 9 oder sowas. Oder Drachengottklinge plus 9. 45 DSS oder sowas. Stimmt. Naja. Wenn man es kann, ne? Erst wird bei uns alles auch noch kommen. Dauert halt immer ein bisschen. So. Wow. Nee, scheiße. Okay, jetzt verreck ich. Tschüss. Fail. Schade. So. Weiter kloppen. Echt, das ist so stumpfes Leveln gerade. Naja, aber das muss halt sein. Naja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich jetzt noch aufnehme. Ach, vielleicht noch eine Stunde? nee, weiß ich nicht. Ach ja, genau, ich werde, das werden 15 Minuten Parts.
Das heißt, dann werde ich 4 Parts die Stunde. Also kann ich auch ein bisschen länger aufnehmen. Ja, es dauert zwar dann wieder ein bisschen länger mit dem Rendern und alles. Aber, naja. Ist halt so. Stört ja auch nicht. Ich setze mich da einfach einmal hin. Dann mache ich das. Dann lade ich hoch. Und dann nehme ich wieder auf. Genau, nee, oder? Hä? Ja. Verwirrung. Los, hau ein Schwert über rein, ey. Geht doch. Nee, ihr müsst wissen, ich spiele gerade mit einer Hand. Ja, da mir einfach, da es einfach bequemer ist. Muss ich ganz faul sagen, ist halt viel bequemer. Ich halte mit einer Hand jetzt das Mikro fest. Das ist ein bisschen der an meinem Mund ist, damit ihr mich besser hören könnt, ne? Ja, und ja, ist halt so, ne? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zeige euch mal die Handelsmap. Und hoffe, dass da jemand da ist. Und wenn ich Glück habe, hat da jemand nichts Pering. Und wenn der unter 5k kostet, nehmen wir meinen mit. Nein. Sorry, aber ich rede eigentlich sehr oft, eigentlich immer mit, wenn ich was schreibe. Alter, krass, ja, das ist die Kingdossi, glaube ich. Hammer geil. Oh, schade. Oh. Ja. Hihi. Danke, lieber Igel. Ja, muss ich annehmen, aber. Geil. Eine Stunde geht er. Ja, was ist, soll ich jetzt eine Stunde lang leveln? Oh, 2 Mupfeln. Rote und verschwunden. Ich brauche mehr blaue und mehr weiße. Den Monitor wieder. Ah, jetzt spiele ich wieder mit 2 Händen. Ja. Ich komme wieder ein bisschen weiter zum meinem Mund. Es ist zwar gerade ein bisschen unbequem, aber dann verstehe ich.